wieder zurück bei The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Sind wir jetzt in Jabul-Gewässer. Oder in den Jabul-Gewässern angekommen. Wie auch immer. Aber hier ist ja eigentlich, sieht noch alles hier super aus. Gut, ein paar Gegner, aber das war's dann auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas Herausforderndes ist. Also, ein Riss oder so. Irgendwo hier muss es eine Stelle geben, an der ich Zugang zum Riss verschaffen kann. Hm. Wir sollten uns in der Nähe des großen Risses umsehen. Ja, eigentlich wollte ich genau dahin. Es ist aber schon... Ah, okay, gut. Es ist ein bisschen weg, aber... Tja, wenn das so weitergeht, dann... Lord Yabu Yabu hat doch sonst nie so herumgewütet. Lord Yabu Yabu? Oh, hallo, willkommen in Küsthaven. Lord Yabu Yabu ist ein großer Geist, der in Jabul-Gewässern lebt. Normalerweise ist er ganz sanftmütig, aber jetzt richtet er überall großen Schaden an. So verhält er sich erst, seit in seiner Heimstätte ein Riss aufgetaucht ist. In seiner Heimstätte? So nennen wir die Höhle, in der er schläft. Wenn man die Brücke im Osten überquert, gelangt man dorthin. Der Eingang sieht aus wie ein Fischmaul. Man kann ihn kaum übersehen. Zelda! Das könnte der große Riss sein, den ich gesehen habe. Egal, hier ist ein Stempel. Dabei ist doch längst Essenszeit. Ach Kind, kannst du dich nicht einfach mal nach unserem Tagesablauf richten? Ups, du wunderst dich sicher, was ich hier so vor mich hinrede. Tja, mein Sohn Anubi ist immer noch nicht heimgekehrt. Er liebt Fisch, deshalb habe ich extra welchen für ihn gegrillt. Aber ich wette, er hält wieder ein Nickerchen im nördlichen Wald. Falls du zufällig in den Wald willst, könntest du ihn dann vielleicht besagten Grillfisch vorbeibringen? Ich gehe ihn eben holen. Warte kurz, ja? Ich weiß, der Fisch ist recht groß und vermutlich auch schwer und zu tragen. Aber ich befürchte, ohne den wacht mein Sohn sobald nicht mehr wieder auf. Oh, eine wichtige Sache noch. Ich hätte ihn beinahe vergessen zu erwähnen. Im Wald, in dem mein Sohn gerne Nickerchen hält, treiben sich in letzter Zeit öfters hungrige Monster herum. Von denen solltest du dich hüten. Wenn mit dem Grillfisch etwas passiert, lass es mich wissen. Und danke fürs Ausliefern. Nee, ablegen nicht. Merken. Grillfisch gemerkt. Bratfisch aus dem Fett nur so hervorquillt. Der unwiderstehliche Duft lockt manche Monster an. Na toll, jetzt muss ich extra in den Norden wegen diesem Kind und... Ja. Ups. War ja klar, dass hier wieder welche sind, hä? Mach ich platt. Und da ist der Sohn schon. Hä? Wird denn der verfehlt? Der hat direkt auf ihn draufgeschlagen und hat verfehlt? Ich glaube, ich muss nochmal mit meinen Monstern ein ernstes Wörtchen reden. Natürlich habe ich die auch wieder nicht eingesammelt. Naja, egal. Was soll ich mit Flusspferdchen? Was für ein leckerer Duft, aber da fehlt die extra Portion Liebe, die meine Mutter beim Kochen immer noch dazu gibt. Ernsthaft. Ich darf mit dem Fisch doch gar nicht springen. Das ist doch Betrug. Oh, dein Grillfisch ist fast zugeschossen. Warte, ich hole dir einen neuen.
Alles klar, bitte sehr. Ein Glück, dass ich vorgesorgt habe. Ja, ja, ich weiß. Dein Sohn ist da. Jetzt muss ich extra dahin. Nein. Ein Klang lösen. Riecht das lecker. Das ist ja Mutis Grillfisch. Bist du etwa den ganzen Weg hergekommen, um mir den zu bringen? Danke sehr, ich bin am Verhungern. Dann wollen wir mal. So knusprig, so salzig und so richtig schön fettig. Grillfisch ist einfach spitze, genau wie meine Mutti. Puh, das war köstlich. Jetzt passt nichts mehr in mich rein. Richte meiner Mutti ein großes Dankeschön von mir aus. Ich werde jetzt erstmal ein schönes Verdauungsnickerchen gönnen. Toll. Mama macht sich Sorgen. Er rennt hier irgendwo bei irgendwelchen Monstern rum, aber egal. Ist egal, ob Mama sich Sorgen macht. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo Herzen finden. Da ist auch noch ein Herz. Aber damit haben wir Muddys Aufgabe erledigt. Und du bist? Ich war gerade auf dem Weg, als Lord Abu Yabu mich plötzlich angriff. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Er hat dich angegriffen? Allerdings, ich hatte mein Boot ganz entspannt treiben lassen, als er mich plötzlich krabwumps in die Seite geschwommen ist. Seitdem traue ich mich nicht mehr aufs Wasser hinaus. Das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Also, sind wir mal ehrlich, das ist ärgerlich. Du hast meinen Sohn den Fisch überbracht, vielen Dank. Wie bitte? Er hat ihn verputzt und sich dann direkt wieder schlafen gelegt? Ach, dieser Junge. Wenn er nicht schläft, dann ist er... Und wenn er nicht isst, dann schläft er... Ah, entschuldige, du bist ja nicht hier, um dir meine Geschimpfe anzuhören. Vielmehr verdienst du eine Belohnung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Hilfe. Hier, das ist für dich. Was soll ich damit? Mit Blas? Außerdem lasse ich einen weiteren Grillfisch hier. Daran kannst du dich jederzeit bedienen. Ja. Kann ich hier noch irgendwas? Oh. Von hier aus kann man die Melodie der Soras ziemlich gut hören. Die mächtigen Töne der Fluss-Soras und die anmutigen Klänge der Meer-Soras. Irk, wenn man seekrank ist, wäre einfach nur Stille viel angenehmer. Irk. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich irgendwo kopieren kann? Nein, ne? Leuchtet nichts. Okay. Muss ich auch immer gucken, ob hier noch irgendwas leuchtet, das man vielleicht irgendwie irgendwann mal irgendwo gebrauchen könnte. Mir ist so was von langweilig. Alle sagen, es wäre zu gefährlich, das Dorf zu verlassen, aber ich will mit den Soras spielen. Die Soras? Wo kommst du denn her, dass du nicht weißt, wer die Soras sind? Die leben im Meer und im Fluss und sie sind voll musikalisch. Oh, außerdem streiten sich ihre Anführer andauernd. Hehe. Hier ist auch nichts. Vor kurzem waren Soldaten aus dem Schloss hier und haben nach irgend so einer entflohenen Prinzessin gesucht. Ob die wohl eine Belohnung springen lassen, wenn ich sie finde und ausliefere? Hehe. ich bin weg. Ich bin nicht die Prinzessin, die du suchst. Also, ich nicht. Die ja, aber ich sag dir, dass ich das nicht bin. Und da ich jetzt hier spiele, darfst du, ne? Also, ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Weil Yabu Yabu so herumtobt, kommen kaum noch Besucher in unser Dorf. Es ist jetzt ganz einsam hier. Außerdem kann keiner mehr fischen gehen oder sonst irgendwer mit dem Boot aufs Wasser. Echt traurig. Muss ich mir gleich mal das Wasser angucken. Tränke. Brauche ich jetzt aktuell nicht. Aktuell. Wieso kann man nicht ins Wasser? Ich sehe jetzt hier keine besonderen Gründe, warum man hier nicht ins Wasser kann. Hier ist ein Riss. Da ist ein blöder Fisch. Hier brauche ich eine Bombe. Na, markieren wir das mal, dass ich hier eine Bombe brauche. Wo auch immer ich eine Bombe herbekomme, aber ich kann es mir markieren, dass ich da nochmal hin muss.
Das kann ich, glaube ich, einfacher machen. So. 20 Rubine. Warum nicht? Oh, da brauchen wir mal wieder einen Fischi. Fischi, 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 Fischi. Okay, der ist weg. Blasentang. Die könnten lustig werden, die will ich haben. Qualle. Elektrisch aufgeladene Quallenmonster. Unter Wasser erweitert sich sein Entladungsradius. Nein. Danke. Nein. Falsch. Da habe ich ja irgendwas übersehen. Da will ich hin. Da ist ein Stempel. Yay! Eine Stempelkarte voll. Hallo? Hallöchen, hier ist der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Ich bin Hyrules größter Stempelexperte. Wie ich in deiner Stempelkarte nehmen kann, hast du schon 5 meiner Stempelstationen gefunden. Dann bekommst du für mich jetzt wie versprochen eine Belohnung. Ziemlich. Na, was meinst du? Hat dir die Stempeljagd gefallen? Naja. Ach, das wird noch. Wenn du fleißig weiterstempelst, wirst du schon bald ganz plötzlich Spaß daran haben. Garantiert. Mir ist wichtig, dass wirklich alle verstehen, wie viel Spaß Stempel bringen. Deshalb habe ich die ganze Welt bereist, um den Leuten von meiner Stempeljagd zu erzählen. Bis jetzt hat allerdings noch niemand außer dir teilgenommen. Naja, soweit so gut. Du bekommst jetzt jedenfalls deine nächste Stempelkarte. Du hast die tolle Stempelkarte erhalten. Stempelkarte für Stempeljagd Fortgeschrittene. Die Rückseite ist mit Tusche verschiedener Farben verschmiert. So, bitteschön mitmachen. Auf zur Stempeljagd. Die Stempeljagd geht weiter. Ich hoffe, du freust dich schon auf deine nächste Belohnung. Viel Spaß. Wo ist meine Stempelkarte? Okay. Ah, hier bin ich am Rand der Karte angekommen. Okay. Was, dann kann ich also hier rüber. Gut, dann bin ich jetzt hier bei irgendeinem großen Fisch angekommen. Ich kann ihn aber nicht herausholen. Das Dorf der Meersoras ist gleich da drüben. Du musst nur noch ein kleines Stück nach Süden schwimmen. Hä? Das müsste ja dann hier sein. Ach, da! Ich habe ich gar nicht gesehen. Eine Helianerin? Du kannst gut schwimmen für jemanden ohne Kiemen und Flossen. Möchtest du unser Dorf besuchen? Dann musst du da zum Eingang runtertauchen. Eigentlich muss ich da ja gar nicht lang, ne? Naja.
bin einfach mal neugierig. Willkommen im Dorf der Meersoras, dem Paradies am Meeresgrund. Besuchst du die Jabul-Gewässer zum ersten Mal? Wir sind das Meervolk, auch Meersoras genannt. Der Name leitet sich von unserer Heimat ab. Logisch, oder? Bushara streitet sich jetzt schon ganz lange mit dem Chef vom Flussvolk. Aber je länger man sich streitet, desto schwerer fällt es, sich wieder zu vertragen. Das weiß doch jeder. Blasentang. Wir Soras lieben die Musik und der große Geist Lord Yabu Yabu liebt sie genauso wie wir. Da halten wir regelmäßig zusammen mit dem Flussvolk ein Musikfest ab, bei dem wir Lord Yabu Yabu unsere Stücke darbringen. Solange der große Geist herumzuwüten beliebt, würde sich das Aussichten eines Musikfests allerdings schwierig gestalten. Lord Yabu Yabu segnet stets unser Meer. Sonst war er uns immer wohlgesinnt. Warum er auf einmal so zerstörerisch geworden ist? Keine Ahnung. Ja. Hör mal, ein Freund von mir spielt Abenteurer. Das klingt so cool. Wäre ich bloß mitgegangen. Meint er Link? Ich verehre unser Oberhaupt Kushara zutiefst. Sie ist so souverän und verlässlich. Ach, es ist schon inspirierend, einfach nur in ihrer Nähe herumstehen zu dürfen. Problem 1, Lord Yabu Yabu. Problem 2, der Riss. Soweit die Lage. Zuerst sollen wir wohl Kundschafter zu Lord Yabu Yabus Heimstätte aussenden, um den Zustand des großen Risses zu ergründen. Lord Yabu Yabu ist außer Rand und Band. Und überdies bedroht uns dieser gewaltige Riss. Warum nur suchen uns dieses Unglück heim, Dieses Verhalten ist wirklich ganz und gar untypisch für Lord Yabu Yabu. Fürwahr, aus genau diesen Gründen dürfen wir uns nicht überstürzen. Wir dürfen den Riss in Lord Yabu Yabus Heimstätte keinesfalls ignorieren, doch zunächst gilt es, seinen Wüten aufzuhalten. Also hier kann ich aktuell nichts machen, außer halt Blasentank kaufen. Meine Hoffnung war ja wirklich, dass ich hier irgendwas finde, aber naja. Da ist noch was. Rubine. Für dich habe ich was ganz Besonderes. Na, es funktioniert nicht. Komm, jetzt kannst du ihn dir schnappen. Schnapp ihn dir, Tiger. Toll. So. Ja, ich kann nach oben. Da komme ich wahrscheinlich zum Dorf der Soras. Nee, da komme ich wieder ganz woanders hin. Du blickst wohl verwirrt rein. Dies ist der Brackplatz, falls du dich wunderst. Der Brackplatz? Der Brackplatz ist traditionell der Ort, an dem die Soras und Lord Yabu Yabu zusammenkommen. Die Meersoras und die Flusssoras pflegen hier für Lord Yabu Yabu zu musizieren. Mit Hilfe dieser Darbietung bieten sie ihn, über diese Region zu wachen, bitten sie ihn. Allerdings würde Lord Yabu Yabu derzeit auf äußerst zerstörerische Weise herum und die Zora-Häuptlinge liegen im Clinch. Seitdem sich dieser riesige Riss bei Lord Yabu Yabus Heimstätten im Norden aufgetan hat, ist alles im Chaos versunken. Egal, wir holen uns den Big Freund. Was für eine Misere. Ich war gerade am Vorbereiten meiner Smoothies, da merkte ich, dass mir eine Zutat ausgegangen ist. Ah, eine Kundin. Tut mir leid, du bist umsonst gekommen. Der Smoothie-Shop muss zeitweise geschlossen bleiben. Der Blasentank meiner Geheimzutat ist mir nämlich aus meinem ganz blöden Grund ausgegangen. Und noch blöder Blasentank gibt es nur im Meer. Und das Blödeste, bei Kontakt mit Salzwasser verschrumpel ich innerhalb von Sekunden. Falls du zufällig Blasentank dabei hast, würdest du mir wohl 3 Stück überlassen?
Oh, danke, Blasentank. Danke, 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 du hast mir das Leben gerettet. Naja, zumindest meinen Lebensunterhalt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde in Zukunft der Versuchung widerstehen, beim Zubereiten der Smoothies von Tank zu naschen. Dann also nochmal von vorn. Willkommen am Smoothie-Shop der Sora-Bucht. Das hier soll Eröffnungspräsent und Dank... für deine Hilfe zugleich sein. Ob du sie in deine Sparbüchse wirfst oder zum Kauf von Smoothie-Zutaten verwendest, ist natürlich dir überlassen. Als seriöser Geschäftsbesitzer werde ich nun hoffentlich die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. Ich hätte eigentlich lieber gerne ein Rezept gehabt. Nur plaudern? Hier in der Gegend findet man Blasentang und Flusspferdchen. Wenn man die in den Mixer wirft, kommt man besser im Wasser zurecht. Wenn man in den Jabulgewässern unterwegs ist, würde ich so eine Vorbereitung schon mal als absolutes Muss bezeichnen. Zu doof, dass meine schönen Expansionspläne jetzt vom Wutanfall eines zu großen geratenen Fisches durchkreuzt werden. So werde ich lange auf Kunden warten müssen. Okay, also wir wissen jetzt, Blasentank und Flusspferdchen. Agil Smoothie. Schneller schwimmen. Bitte, wir ehren uns bald wieder. Hatte ich jetzt einfach keine Lust drauf. Ne, der hat nichts zu sagen, der Stein. Der auch nicht? Okay. Man muss ja gucken, ob wir... Man muss ja jeden Stein umdrehen, ne? Was, hier kann ich hoch? Kann ich doch gar nicht hoch. Was erzählst du mir da für einen Quatsch, da, blödes Ding? Kann ich doch gar nicht hoch. Schon bin ich wieder in der Sackgasse hier. Mann, 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 Mann. Vielleicht kann ich da in den Wasserfall rein. Nö, kann ich auch nicht. Dann würde ich sagen, liebe, 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 liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ich sage danke, bis zum... Ach, schade, ich komme da nicht so hoch. Mist, Wasser, 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 Wasser. Nein, nicht verbrennen. Achso, ich verbrenne gar nicht. Okay. Also, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.